Ihr Lieben, hallo, ich grüße euch. Ich musste unbedingt heute zu später Nacht nochmal, das hätte ich bald gesagt, vor die Kamera treten, nein, vor das Mikro treten. Weil irgendwie muss das raus, was heute Abend passiert ist und was mal ein paar Stunden gedauert hat, bis ich es irgendwie übersetzen konnte, was da so los ist in mir, bei mir, mit mir. Ich bin eigentlich ziemlich glücklich. Relativ. Was soll man mit dieser Aussage jetzt anfangen? Ich glaube, das, was ich fühle, das ist das, was ich unter Glück verstehe. Es ist zumindest auf jeden Fall innerer Frieden. Und dieser innere Frieden, der wird immer größer. Obwohl. Und ich muss es wieder sagen, und wahrscheinlich können einige schon kotzen, wenn sie das hören, dass sie sagen, warum redet sie immer von dem Gleichen? Aber ich muss es einfach nochmal sagen, es ist nichts Großartiges, Bombastisches im Außen passiert. Und ich sage das wahrscheinlich deswegen so oft, weil ich früher selber immer gedacht habe und auch gesagt habe, an dem äußeren Leben erkennst du, wie dein Inneres aussieht. Und ich habe früher tatsächlich gedacht, wenn ich innen alles aufgeräumt habe, ja, dann habe ich Kohle, dann habe ich ein super Zuhause, dann habe ich eine tolle Partnerschaft, dann habe ich ja meinen Traumberuf. So. Und was habe ich? Einen Reichtum von Menschen in meinem Leben. Nach wie vor, und es werden immer, immer mehr. Und ich bin zutiefst dankbar und zutiefst ergriffen von dieser wundervollen Energie. Und ich merke, ja, wirklich, die Seelenfamilie, es kommt fast täglich jemand Neues dazu. Jetzt kommen sie mit Macht. Jetzt kommen sie wirklich mit Macht. Und jetzt kann selbst ich es nicht mehr übersehen. Aber das will ich ja auch gar nicht. Also mal die Menschen in meinem Leben, den Reichtum und ja, ich mache Arbeit, die mir Freude macht, die mich zutiefst erfüllt, die das ist es. Ich liebe, was ich tue. Ich wollte gerade sagen, ich möchte nichts anderes tun, das stimmt nicht. Ich möchte bestimmt noch andere Dinge tun, die ich jetzt noch gar nicht kenne, aber es ist auch gerade nicht so wichtig, weil das, was bereits da ist, das liebe ich zu tun. Und ja, jetzt habe ich irgendwie ein bisschen den Faden verloren. Aber ansonsten könnte ich jetzt nicht sagen, ja, guck mal da und da und jetzt kommt da und da das Geld her oder so. Nein, es ist irgendwie. Im Innen verändert sich immer mehr. Ich werde innerlich immer erfüllter. Heute hat eine meiner tollen Engelinnen im Gespräch gesagt, wir werden immer leerer oder wir müssen immer leerer werden. Ja, das stimmt auch. Aber ich habe dann gesagt, aber ich werde auch irgendwie immer leerer, aber von dem Alten, was längst nicht mehr dienlich ist. Und ich fühle mich stattdessen immer erfüllter. Und ich könnte noch gar nicht mal sagen, womit. Womit fühle ich mich denn erfüllt? Aber es ist so, ja, mit Frieden, mit Liebe, mit manchmal auch Freude, mit Verliebtsein. Ich bin immer öfter verliebt in mich selbst. Tja, da fehlen wirklich die Worte, das irgendwie auszudrücken, was ich fühle. Ich habe mich immer so leer gefühlt, so leer, so innerlich so, ja, leer. Und ich fühle mich erfüllt. Ich hoffe, man versteht so einigermaßen, was ich eigentlich sagen will. Und aus dieser inneren Erfüllung heraus, und natürlich werde ich auch wieder getriggert, selbstverständlich. Und da kommen dann die Mini-Katastrophen und Dramen und ja, aber ich gehe anders damit um und ich erkenne es. Und wenn es Altbekannte sind, die eigentlich gar nicht so dramatisch sind, dann sage ich relativ schnell, haha, ertappt, enttarnt. Damit
mache ich mich nicht mehr fertig oder damit könnt ihr mich auch nicht mehr fertig machen. So und so und so. Also gerade auch, wenn es mal wieder ums Geld geht oder so, ja, dass mal wieder irgendwelche Hindernisse in den Weg geworfen werden, dann, ja, also das, was heute war, das war zum Beispiel 3,5 Sekunden und dann habe ich das abgeben können, habe zur geistigen Welt gesagt, wenn ich regelt ihr das, also ich mach mir da jetzt keine Sorgen drum, weil ich weigere mich jetzt einfach mir immer noch mehr Sorgen zu machen. Natürlich berührt es mich, weil das halt was ganz Altes ist, aber dann gebe ich es ab und jetzt muss ich wieder an Charlottes Wort denken. Was hat sie gesagt? Eine wohlwollende Grundeinstellung, ja. Das habe ich jetzt immer mehr. Ich gebe es ab. Die anderen regeln es. Ich tue das, was zu tun ist, aber ansonsten gebe ich es ab. Und ich merke dann, ja, dann ist es auch irgendwann vorbei und am Hungertuch nage ich nicht und große Katastrophen, dass ich jetzt mir überhaupt nichts mehr zu essen kaufen könnte, passieren auch nicht, sondern es regelt sich tatsächlich irgendwie. Also ich weiß nicht wie, aber es regelt sich irgendwie. Und nun könnte man ja sagen, oh wundervoll, Kirstin, du bist ins Vertrauen gegangen. Das kann ich gar nicht mal sagen, dass ich einen Millimeter vertraue. Vertrauen ist für mich, dass ich davon überzeugt bin, dass mir geholfen wird. Oder dass irgendwas für mich geregelt wird. Ja, das vielleicht schon. Ich bin überzeugt, dass es letztendlich für mich geregelt wird. Aber es ist nicht so, wie man im menschlichen Sinne das Vertrauen so kennt. Dass man so denkt, also so wie wahrscheinlich viele Menschen es kennengelernt haben mit den Eltern, ja, dieses Urvertrauen, dass man einfach überzeugt war, diese Menschen lieben mich und die werden für mich sorgen, ja, die werden dafür sorgen, dass immer alles da ist, was ich brauche. Dieses Gefühl kenne ich ja gar nicht. Ich habe ja nie Urvertrauen kennengelernt und ich weiß auch nicht, auf wen ich vertrauen sollte. Ich weiß es einfach nicht. Es ist auch so, und das habe ich auch schon so oft gesagt, ich habe ja teilweise so viele Katastrophen erlebt und im Außen immer wieder gegen die Wand gelaufen und mir blutige Nase geholt, dass ich zwangsvertraut wurde. Also, ne, ich wurde gezwungen, loszulassen. Und ich bin ja nicht dumm und habe irgendwann gemerkt, es ist schlau, mit dem Kämpfen aufzuhören. Und so habe ich dann halt einfach aufgehört. Und dann, so gut es ging, ne, und an den Stellen, wo es ging. Und dann habe ich festgestellt, hauer, dass ich habe da jetzt gar nicht mehr gekämpft oder so und trotzdem hat es sich geregelt. Das ist ja ziemlich großartig. Und an das habe ich mich dann beim nächsten Mal erinnert und habe gesagt, Moment mal, damals, da war doch sowas. Da hast du doch auch schon vertraut. Und mach es doch einfach wieder, ist ja damals auch gut gegangen. Naja, so wurschtel ich mich durch, ne? So hangel ich mich irgendwie durchs Leben, was die Existenz anbetrifft, oder besser gesagt die Existenzangst, das fehlende Geld. Und wenn ich dann auf mein Konto gucke, dann bin ich manchmal erstaunt. Ich habe immer alles, was ich brauche und ich bin nicht im Minus und schön. Ja, aber ich habe jetzt gerade schon gemerkt beim Reden, jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Wo habe ich denn überhaupt angefangen? Und wo wollte ich denn eigentlich hin? Ach ja, irgendwas von glücklich sein war da. Ich habe wirklich, ich scheine irgendetwas gefunden zu haben. Also, gut, die Existenzangst, das Materielle, das Geld, das kriege ich ganz gut hin. Viel weniger kriege ich das ja normalerweise hin, was Beziehungen angeht. Also ich meine jetzt überhaupt Beziehungen zu anderen Menschen. Das war ja für mich immer so eine leichte Katastrophe, wo dann, wenn dann irgendwas passiert ist, dann bin ich erstmal zutiefst abgestürzt ins Tal und völlig verzweifelt und kam aus diesem Loch überhaupt nicht wieder raus. Und auch da ist jetzt was passiert, dass wenn also Dinge mal schief laufen oder so, wo ich dann sagen kann, ja, das kenne ich schon und das hat jetzt wehgetan, so wie heute zum Beispiel, da hat das sehr, sehr wehgetan, aber ich gehe ganz anders damit um. Ich gehe ganz ähnlich damit um, wie mit meiner Existenzangst, dass ich sage, aha, da ist es wieder, das Thema kennst du doch schon, mach es doch mal anders, stürz doch nicht immer ab, sondern nimm das Thema einfach an. Und da hat ja Claudia heute Abend auch was Wundervolles gesagt. Sie sagt ja immer Wundervolles, aber das war besonders wundervoll.
Es geht darum, dass wir es annehmen. Und dann sagte sie, ja, das kommt dir wahrscheinlich auch schon aus den Ohren raus, weil das machst du auch schon seit Jahren, immer wieder annehmen und neu annehmen. Und da habe ich aber was verstanden. Weil natürlich, wenn irgendwas passiert, dann gucke ich sofort bei mir, was ist die Resonanz, was ist das Thema. Aber dann gehe ich immer noch hin und sage, und ich will das eigentlich weghaben. Und ja, verschwinde. So, ich gucke es mir an, aber nur für ein paar Sekunden, so dass ich dann sagen kann, ja, ich habe mir das angeguckt und verschwinde. Und deswegen kommt es auch immer wieder. Und dann sagte Claudia, es kommt so lange wieder, bis wir es annehmen. Und dann habe ich mal wirklich die Probe gemacht. Das, was ich erlebt habe, ich wusste, der Schmerz kommt mal wieder daher. Klein Nini ist vom Papa nicht anerkannt worden. Das ist nicht gewertschätzt worden, was sie getan hat. Und ja, das ist ein Schmerz, den sie halt immer noch hat und der mich auch als große Kirstin immer noch begleitet. Und dann bin ich mal bei diesem Schmerz geblieben und habe ihn nicht nur eine Sekunde, sondern mal 10 Sekunden angenommen und ihn sozusagen in Arm genommen. Und was soll ich sagen? Es wurde leichter. Es löste sich auf. Und die Situation, die mich so angetriggert hat, die mich da eigentlich reingebracht hat, die klärte sich sogar heute Abend noch. Wo ich so dachte, wow, wie ist denn das passiert? Also, es hat sich sicherlich nicht hundertprozentig geklärt und dass jetzt alles gut ist, aber es hat wieder eine Annäherung stattgefunden und eine Herzöffnung von beiden Seiten. Und das fand ich richtig klasse. Und da will ich jetzt auf jeden Fall üben, da so weiterzumachen. Und dann ist ja noch was Phänomenales passiert. Ich war natürlich mal wieder mit meinem Thema beschäftigt. Männliche und weibliche Energie ist ja so eins meiner Lieblingsthemen. Und dann habe ich mit einmal, ich habe dann also so die Frage gestellt, die mich in den letzten Tagen öfter beschäftigt. Wie soll man es denn jetzt machen mit Selbstliebe und mit in sich selbst verliebt sein? Und wie geht es denn jetzt? Ist es so, dass es wirklich anfängt? Denn ich habe ja ganz oft das Gefühl, dass ich mich liebe. Dass mein einer Teil den anderen Teil liebt. Und dann denke ich, das ist doch verrückt, da ist doch gar niemand im Außen. Also, ne, so wie man das früher so dachte, so ein Partner. Aber das geht nach innen. Und dann habe ich auch diese Frage gestellt und es wurde dann wirklich bestätigt. Ja, so ist es. Aller Anfang ist die Selbstliebe. Und erst wenn man sich selbst lieben kann, dann kann man auch diese Liebe im Außen finden. Und das war heute Abend so klar für mich. Und auch da ist es ja die Annahme meiner eigenen männlichen Energie. Und auch da, muss ich sagen, ist immer noch viel, viel Arbeit, dass ich sie wirklich zulasse, dass ich wirklich mit ihr zusammenarbeite, dass ich sie akzeptiere und dann ist sowas passiert und da weiß ich jetzt gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, wie ich das erklären soll. Mit einmal habe ich tatsächlich, ich habe ja früher immer schon oder einige Jahre habe ich schon eine sehr innige Beziehung zu einem Engel gehabt, zu einem. Die anderen, naja, aber zu einem und das ist Raphael. Und dann habe ich heute Abend auch erzählt, ja, eigentlich war ich ja schon immer verliebt in Raphael. Und dann sagte Claudia, das sind wir alle. Und dann habe ich gesagt, nee, ist nicht, weil ich war zuerst da. Also wir haben so viel Spaß gemacht dann irgendwie. Und dann habe ich nachher, mit einmal habe ich das Gefühl gehabt, also für mich war Raphael immer, also ich habe ihn wahrgenommen wirklich als Engel mit Gesicht, mit Statur und zwar ein dunkler Typ. Und dieses Bild zeigte sich dann heute wieder. Und er zeigte sich zweimal. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, ich will jetzt auch nicht hier das Labern anfangen, ich weiß gar nicht mehr, wie sich das im Gespräch dann ergeben hat. Mit einmal habe ich das Gefühl gehabt, steh doch einfach mal dazu. Die meisten Menschen lieben doch irgendwelche Engel und haben eine besondere Beziehung dazu. Und natürlich, ich glaube, Raphael ist eher einer von denen, die
die nicht so im Mittelpunkt stehen, ja? Da gibt es ja den Gabriel, den Michael. Aber bei mir war es immer Raphael. Und mit einmal hatte ich das Gefühl, das passt doch. Nimm doch mal diesen einen Anteil, den du von Raphael ganz sicher in dir hast, habe ich so zu mir selbst gesagt. Nimm ihn doch erstmal als deine männliche Energie oder ein Teil deiner männlichen Energie. Und es ist der Heiler und ich bin ja auch Heilerin. Ja, und ich weiß gar nicht, ob man versteht, wie sich das so entwickelt hat. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich das in Worte fassen soll. Auf jeden Fall habe ich seit heute Abend so dieses Gefühl, dann tu doch mal so, als wenn er bei dir ist, wenn der Engel bei dir ist. Natürlich werden jetzt einige sagen, er ist ja auch bei dir und das ist ja auch richtig. Aber bislang konnte ich das ja noch nicht so fühlen und konnte ich das ja noch nicht so wahrnehmen. Und ich habe mich jetzt entschieden, dass ich einfach mal so tue, als wenn er ein Mensch wäre. Ganz normal, als wenn er jetzt wirklich ein Mensch aus Fleisch und Blut wäre. Und jetzt lasse ich mir doch einfach mal auch gerade bei meinen körperlichen Schwierigkeiten helfen von ihm. Er ist der Heiler. Und ich heile auch. Und ich lasse mir von ihm helfen, bei meiner Arbeit, die anderen zu heilen. Die mich umgeben, die mir anvertraut sind. Und gehe ich doch einfach mal hin und sage, ich muss es nicht mehr alleine machen, was ich die ganze Zeit gedacht habe. Ich glaube wirklich immer mehr, es ist ein das, was wir denken. Wir müssen unser Denken umstellen. Müssen. Ja? Ich weiß, in der Spiri-Szene ist beliebt, dürfen, ja, jeder darf alles. Und dann sage ich immer, die meisten Menschen dürfen, ich muss. Wenn ich ein besseres Leben haben will, dann muss ich mich ändern. Und ich habe mir das vorgenommen. Und weil er sich zweimal wirklich zeigte und so klar und deutlich diese südländische Energie, die ich immer bei ihm wahrnehme. Ja, und da will ich mal gucken, was dann passiert. Und es passt einfach auch, es passt. Ich fühle die Wärme, ich fühle die Verbundenheit, die ich eigentlich immer gefühlt habe mit ihm. Und die ich aber viele, viele Jahre weggemacht habe und gedacht habe, ach so Quatsch, was solltest du ausgerechnet mit einem Engel zu tun zu haben, ja? So diese Sprüche, die dann kommen. Nein, ich will das jetzt anders. Ich entscheide mich dafür, er ist ein Teil von mir und ich möchte jetzt bewusst mit ihm leben und ich möchte mir bewusst von ihm helfen lassen. Und ja, ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf, dieses Gefühl zu haben, nicht mehr alleine zu sein. Und ja, freue mich auch darauf, das speziell auch benennen zu können. Natürlich kann man sagen, man ist nicht alleine und ne, man ist umgeben von allen möglichen, von der Seelenfamilie und so weiter. Aber ja, das ist ja immer noch so. So ganz klar kann ich sie nicht wahrnehmen und so ganz klar kann ich sie auch nicht benennen. Vielleicht ist es einfach nur, dass das Ego gerne noch eine Erklärung hätte oder so und dass der Verstand irgendwas Greifbares hätte. Wahrscheinlich ist es wirklich so. Und ich habe mich jetzt entschieden, diesen Weg einfach mal zu gehen und mal gucken, was passiert. Und sollten tatsächlich meine Hände dadurch endlich besser werden, dass ich endlich abgeben kann, loslassen kann, nicht mehr alles alleine machen muss oder meine alles alleine machen zu müssen, das wäre wirklich ein Segen. Ja, ich glaube, ich habe jetzt mal alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich habe immer noch dieses Gefühl, auch hoffentlich war das nicht nur Blödsinn, was du jetzt geredet hast, aber naja, das habe ich ja über mindestens 50% meiner Videos gehabt. Ich habe einfach das gesagt, was ich gerade so auf dem Herzen hatte und schicke das jetzt einfach mal raus. Ich drücke euch ganz dolle und bis bald. Passt schön auf euch auf. Ciao.